So, einen wunderschönen guten Abend. Ich mache mal hier einen kleinen Versuch. Ich habe mir mal für die Kamera eine Perspektive ausgedacht, die vielleicht besser ist als beim ersten Video. Das war nämlich nichts. Hier kann ich jetzt einfach so wegstellen weit und dann kann ich auch mal in die Nahaufnahme gehen. So. So versuche ich das einfach mal, gucken, wie die Lichtverhältnisse sind. Ich habe hier einen kleinen Scheinwerfer. Naja, und das hier Video gibt, wird jetzt einfach mal ein Test. Lade ich auch hoch. Ja. Dieses Messer ist einigermaßen scharf. Ich kann ja mal... Prospektpapier holen. So, mal gucken, was es noch macht, was es noch kann. Ich gehe jetzt mal dafür zu ein bisschen weiter weg. So. Also. Ja, es schneidet, aber es ist hakelig. Es ist ziemlich hakelig. Es ruckt. Aber ist natürlich noch scharf. Gut. Da müssen wir nicht viel schleifen. Dann mache ich, glaube ich, mal das mittlere Band zuerst drauf. Das ist das X22. Ich habe mir mal Ersatzbänder bestellt. Und zwar von einem alternativen Anbieter. Keine Originalbänder. Bin ich mal gespannt, wie die so sind, weil das Gute ist, man kann dort, wenn man mehr auf einmal bestellt, kriegt man eine ordentliche Preisvergünstigung. Wenn ich hier diese Originalen hole, tja, da kostet mich so ein Band einzeln so 5 bis 6 Euro. Das haut ganz schön rein. Deswegen kann man dort mehr bestellen und dann wird es günstiger. Ich glaube 24 Stück. Wenn ich 24 Stück zum Beispiel von 2500 Körnung bestelle, das hier ist 3000. 3000 gab es dort nicht, da habe ich mir probeweise mal 2500 jetzt bestellt. Und wenn ich davon 24 Stück holen würde bei diesem Anbieter, kostet mich ein Band nur noch ca. 2,60 Euro oder so. Und nicht mehr 5 Euro bis 6 Euro. Das ist natürlich super. Gut, nicht lange reden. Mittlere Band ist drauf. Mal zentrieren. Ich benutze jetzt hier auch keine Maske. Das geht relativ flott. Ja, läuft schon ganz gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir da schnell einen Grat hinkriegen. Ich habe eingestellt 17 Grad. Habe noch mal geguckt, ja, es sind 17 Grad geschliffen hier. Probieren wir das Ganze mal aus. Ich mache es gerade stehen. So. Langsamste Stufe. Alles stopp. Jetzt habe ich was festgestellt. Ich habe diese zwei Rollen. Jetzt falsch montiert. Ich habe die ein bisschen auseinander gemacht, um hier mein ballisches Messer halt. Und damit mein ballisches Messer hier geschliffen. Ist ganz gut geworden, ja. Das war ein Flachschliff. Daraus habe ich einfach eine ballische Phase gemacht. Eine komplett primäre ballische Phase. So, dann montiere ich dieses Röllchen gerade mal ein bisschen
um. Das geht ruckzuck. Kann man hier mit einem Imbusschlüssel aufmachen. Den Imbusschlüssel habe ich mir gekauft, weil dieses Gewindemaß, oh, beziehungsweise dieser Imbus, dieser Imbusschlüsselmaß, wie sagt man, ist ein amerikanisches Maß und da passt wohl kein normaler deutscher Imbusschlüssel rein, sondern nur dieser und das ist glaube ich 3,16 Zoll oder so, keine Ahnung. So, schon ist es ummontiert. Jetzt sind die beiden Röllchen einfach näher beieinander und dann gibt das Band nicht so viel nach. Und da wird die Ausprägung des balligen Schliff nicht so, ja, nicht so viel. Etwas flacher. So, gucken wir mal. Gerade müsste jetzt aber da sein. Jetzt ist er da, vollständig über die komplette Schneide. Jetzt mache ich noch einmal einen Zug hier auf der Seite. Ja, ist da. So, dann gehen wir gleich aufs Feine. 3000er Körnung. So, das sollte es gewesen sein mit dem 3000er. Mal gucken. Müsste eigentlich theoretisch jetzt schon gut schneiden. Und ich hole jetzt hier mal einen Küchengrepp. Weg da, mal gucken, ob das hier schon Küchengrepp schneiden kann. Ja. Ja, das kann es. Das kann es. Nochmal. Na,
Ja, das kann es schon mal gut schneiden. Das wird nachher noch besser werden. Gehe ich mal kurz aufs 12.000er Band. Das ist eigentlich viel zu fein. Ich werde nachher noch über ein über ein Lederband gehen. Ich habe mir 6.000er Bänder bestellt. Hier 12.000, das ist ein Schwachsinn. Der Schritt von 3.000 auf 12.000 ist eigentlich viel zu groß und es bringt auch nicht wirklich was. Ja. Okay, ich gehe mal ein bisschen schneller. Mal kurz abwischen hier. So, das sollte es vorerst gewesen sein. Mal gucken. Oh ja, ein bisschen hat es schon gebracht. Gleich mal ein Küchenkrepp wieder nehmen. Und mal schauen. Ich halte es mal so. Ja, schneidet besser. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich muss einmal kurz hier noch über das 12.000er drüber rutschen. Das war's. So, dann zum Schluss holen wir hier dieses Lederband. Da soll man laut Anleitung ein bisschen flacher den Winkel halten. Deswegen gehe ich hier jetzt einfach mal einen halben Grad, knapp ein Grad runter. Flacher. So. Na. Na ja, so holen wir es mal. Okay. Gucken wir mal. Diamantpaste dürfte noch auf dem Band sein. Ganz wichtig, die Klinge mal abwischen. So, jetzt gehen wir hier gerade zwei, dreimal drüber und sollte es das gewesen sein. So, mal gucken. Es fühlt sich schon sehr scharf an. Ich hole noch mal Küchenkrepp. So, mal gucken. Oh, wie Butter geht das hier durch. Also ich weiß es noch nicht genau, wie viel Abzüge über das Lederband am optimalsten sind. Das weiß ich noch nicht. Aber das hier ist schon... Das geht wie ein warmes Messer durch Butter. Ich
glaube, einmal gehe ich noch leicht drüber. So, das war's. Alles klar. Das Ding ist scharf, würde ich mal behaupten. Papiertest. So. Druckschnitt mit zwei Fingern. Zack. Das ist scharf. Jo, gut, das Messer, das ist mein Übungsmesser, sieht dementsprechend aus. Ich habe das auch am Anfang über den Original, über den, na, wie nennt sich's, über das andere Bauteil, das mit dem Workshop mitkommt, gezogen. Und da wurden der Kratzer verursacht auf dem Klingenspiegel. Ja, naja, gut, das ist mein Übungsmesser. So, ich hole noch einmal Küchenkrepp. Das Ding ist wirklich sauscharf. Dieser Workshop macht die Messer sowas von scharf. In kurzer Zeit. Das ist wirklich echt erstaunlich. So, gucken wir mal. Da ist er vorhin besser durch. Oh ja, es ist aber, es schneidet. Ich bin geneigt, noch einmal über den Bell zu gehen. Und zwar stelle ich das hier mal ein bisschen so. Klein bisschen steiler ein. So, noch einmal. So, das war es jetzt aber wirklich. Schärfer als ultrascharf geht's halt nicht, ne? So, mal hier. Tipptopp. Okay, das sollte mal für den Anfang genügen. Ich hoffe, diese Kameraperspektive ist brauchbar und man kann alles schön mitverfolgen, was ich mache. Im Grunde mache ich ja immer dieselben Bewegungen, gibt es ja nicht viel zu sehen. Und ich habe jetzt relativ lange gebraucht für dieses Messer, weil ich die mittlere Körnung geholt habe, um einen Grat zu kriegen und die Bänder sind schon arg abgenudelt halt. Ja, okay. Ding ist wieder scharf. In diesem Sinne, macht es gut, danke fürs Zuschauen und bis bald und ihr dürft auf qualitativ hochwertigere Videos hoffen. Ich mache mir da ein bisschen Gedanken und so und schauen wir mal, was wir so alles machen. Also, macht's gut, ciao.